Hallo Leute, so, ihr seht, wir spielen gerade ein bisschen Schlosskonflikt. Ich weiß nicht, ob ich euch im letzten Video das hier schon gezeigt hatte. Man hat ja diesen Kampfmodus hier. Wo man halt mit sechs seiner Helden gegen die Helden von irgendjemand anders kämpfen kann. Und es geht darum, die Basis vom Gegner zu erreichen und schneller wieder andere zu zerstören. Ja, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Okay, ich habe jetzt verloren. Ja, ist halt, weil ich noch ziemlich schwach bin. Aber egal, dann haben wir noch, ich weiß nicht, habe ich euch den Modus schon gezeigt? Ja, ich denke schon. Aber ich zeige euch trotzdem nochmal, mal diesen Wellenmodus. Einfach ganz viele Wellen von Gegnern angreifen. Und die meine Einheiten halt immer plätten müssen, ne? Also ganz einfach, die Basis verteidigen. Und, ja. So, ich wollte jetzt aber diesmal im direkten Vergleich mit Clash of Clans machen. So, dafür gehen wir schnell in Clash of Clans rein. So, zack. Ja, los, starte, Clash of Clans, starte, los, hopp, hopp, hopp. So, seht ihr mal den Grafikunterschied? Also ich meine, der ist schon groß, der Grafikunterschied. Ich finde den echt krass. Seht ihr hier? So, gute Quali. Ich kann so nah rangehen, wie ich will. Okay, so sieht's aus wie Schlosskonflikt. Aber ich kann auch ewig weit rauszoomen. So. Alles super. Und jetzt gehe ich hier rein und seht ihr einfach, wie... Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied auf YouTube seht, aber... Ich kann nirgendwo reinzoomen. Und ja, das sieht halt einfach nicht so toll aus. Eigentlich gar nicht. Dann mache ich noch einen direkten Vergleich, was die Kämpfe angeht. Jetzt kämpfen wir hier. Ah, schaffen wir den? Ich weiß nicht. Ich greife ihn einfach an. Scheiß drauf, ob wir den schaffen oder nicht. Ich greife eigentlich nur mit meinen Helden an und mit ganz vielen Zwergenkriegern. Das sind einfach nur stärkere Barbaren im Prinzip. Ja, die machen ganz gut Damage hier. Wie man sieht, es gibt echt nicht viele Geschütze. Der hat hier drei Türme, mehr hat er noch nicht. Hier ist wirklich einfach die Verteidigung, sind einfach nur die Armeelager und die Helden. Mehr Verteidigung hat man hier eigentlich nicht. Oh, der Typ hat schon die keine Ahnung, diese Roboter, ich weiß nicht, wie die heißen. Und ja, scheinbar scheine ich meinem Gegner hier ganz gut zuzusetzen. Ich heile mal hier meine Truppen in der Mitte. War wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, aber hey, besser spät als nie. Ja, wie es aussieht, ja, ich scheine den, glaube ich, platt zu machen, oder? Ja. Oh, da unten greift mit seinen anderen Truppen an. Ich weiß ja nicht. Obwohl, ich habe eigentlich genug Zwergen. Die sind eigentlich ziemlich stark. Ja doch, den schaffe ich, den Despot. Ich wusste gar nicht, ich spiele jetzt nicht so oft Schlosskonflikt, weil ich es irgendwie ein bisschen langweilig finde. Aber, ja, so ab und zu mal, wenn gerade echt langweilig ist, dann spiele ich es auch. Einfach, weil halt nichts Besseres zu tun gerade, und dann spiele ich es auch mal. So, und jetzt machen wir mal einen Kampf in Clash of Clans. Oh, jetzt muss ich ja neu starten, so ein Scheiß. Naja, naja, so schlimm ist das ja auch nicht, ne? So, okay. Truppen sind kampfbereit, perfekt. Perfekto. So. Nehmen wir direkt einfach den hier, oder? Ja, ich würde schon sagen, ne? Oder das schrotten wir unten mal, gucken, wie wir das kalt kriegen. Ich hoffe mehr, wir tun direkt seine... Oh ja, der Magierturm ist schon down. Und die Dings, die Kanone auch. Das ist doch geil. Die Kanone, sag ich, der Mörser. Ja, okay, er heißt... Ist mir mal aufgefallen, es hat irgendjemand mal unter irgendein Video geschrieben von mir. Ja, es heißt in dem Spiel Minenwerfer. Aber ganz im Ernst, das ist kein Minenwerfer, das ist ein Mörser. Der schießt so eindeutig hier Geschoss, also so, ja, das ist ein Mörser einfach. Weißt du, weil Minen sind das ja wohl kaum. Ja, Minen liegen auf dem Boden oder unter der Erde oder schwimmen im Wasser. Aber, und die gehen einfach los, wenn man sich denen nähert oder drauf tritt. Aber ich meine, das schießt doch Teile, die einfach sofort explodieren. Das sind doch keine Minen. Ja, so viel dazu. Und, ja, also... Ein großer Unterschied, habe ich auch schon gesagt gehabt, ist halt einfach wirklich, dass die Truppen bei Clash of Clans, wenn du gewinnst, nicht erhalten bleiben.
Das ist im Schlosskonflikt schon der Fall, aber ich finde, hier ist der Kampf einfach, weil dadurch, dass du mehr Geschütze hast und mehr Mauern und mehr einfach cooleren Stuff so, ist es einfach ausgewogener, würde ich sagen. Und es macht auch einfach mehr Spaß. Ich finde, Clash Clans hat einen viel höheren Wiederspielwert als Schlosskonflikt irgendwie. Also das Wiederspielwert, doch, kann man schon sagen. Weil das Spiel wird ziemlich schnell langweilig und Clash of Clans finde ich eigentlich nicht wirklich. Es wird nicht so schnell langweilig. Also man hat ja wie hier, hat man Schlosskonflikt ja auch, ganz normal, seine Kasernen, bla bla bla, seine Tränke, alles. Ich weiß nicht, die Story, also der Story-Modus ist hier in Clash of Clans genauso wie da, also ja, hier hat man halt noch den Clan-Krieg und hier ist die Clan-Funktion wesentlich besser. Ich meine, ich gehe eigentlich dann hier oben drauf und dann Clan suchen und dann trete ich bei oder schicke halt eine Anfrage. Und bei Schlosskonflikt ist das ein ganzes Stück ätzender. Ich habe ja schon 10 Millionen Mal in irgendeinem Clan angefragt, aber mich nimmt niemand. Also die wollen mich nicht haben. Das ist echt scheiße. Und es gibt hier irgendwie keinen offenen Clan. Also ich habe hier meine Clanburg. Gilde. So, sagen wir mal, ich will denen beitreten. Keine Ahnung, ich glaube, die sind höher als ich, aber jeder ist irgendwie höher als ich. Bewerbung wurde abgeschickt. Ja, super. Ich will aber jetzt beitreten. Die sind viel zu hoch. Viel zu hoch. Hier ist jeder irgendwie höher als ich. Viel zu hoch. Ich bräuchte eine Gilde mit 200. Also, hier, die Gilde wäre gut für mich. Bewerben. So. Die nehme ich eh wieder nicht an, wetten. Mich nimmt nie jemand an, das ist voll ätzend. Was ist das? Rangliste, Arena, Gilde. Ja, Gilde habe ich ja noch nichts. Ja, so.